Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Es geht weiter im finalen Dungeon im Turm des Himmels. Oh ja, das Gerede macht einen durstig. Das stimmt sogar, ne? Drei Räume haben wir im letzten Part schon lösen können. Also ich weiß nicht, ob man den Anfangsraum dazu zählen kann. Aber diese beiden Räume hier kann man zählen, ne? Die kann man doch, ja. Komm auf jeden Fall. Gut. So, da wir ja hier nicht weiter können, der Raum ist halt zu, weil hier kein Dings ist, gehen wir... Alter, was ist das bloß für eine Kamera? Die spackt da richtig. So, da wir hier die Abkürzung geschaffen haben, kommen wir auf diesem Wege am schnellsten in den neuen Raum. Doch nichts geht über Speichern. Hoffen wir mal, dass wir in diesem Part schon das Triforce finden werden. So. Hier sind wir wieder. Wenigstens können wir von hier jetzt ganz schnell in den anderen Raum. So, jetzt kommen wir in einen noch nicht entdeckten Raum. Perfekt. Würde ich mal sagen. Das alte Großheiligtum, das ist eine Anspielung daran. Gleich mal speichern. Alles da. So, wie vielleicht ein Riss in der Wand, wäre zu schön im Wasser wie. Rubine gibt es ja auch noch. Gucken wir uns mal die Karte an. So. Da drüben ist das ist ein weiteres Control Pad. Also ich nenne ihn mal so. So, und dieser Weg hier ist für uns zu. Weshalb wir jetzt hier durchkriechen müssen in den Gang und haben dann hier halt die ganzen Dinge zum Auswählen. Ja. Ah ja, und wir müssen halt da eh rein. Oh gut, let's go. Was haben wir denn hier so Feines? Oh, let me guess. Ich glaube, ich weiß es, was die Entwickler wollen. Ja, ich sehe es schon. Man muss hier rein. Und Link, du Honk. Oh, ich dachte schon, die andere Bombe wird jetzt mit in die Luft gejagt. Zählt das? Natürlich nicht. Wieso denn auch? Schnell Roller! Oder Kuller. Sehr schön. Naja. Zweiter Versuch ist noch kein Fluch. So. Ja, Bomben sind eh voll. Oh! Du! Kleines Ferkel, Alter. So, ihr könnt auf jeden Fall rein. Können das hier aktivieren. Weiter geht's für uns allerdings hier nicht, da hier eine Stelle ist, wo wir eine Bombe hinschlagen müssen. Man wird also wieder ein paar Umwege gehen müssen. Ey, das ist doch Streckung bis zum geht nicht mehr. Aber gut, das ist ja so geplant gewesen, also von daher soll es mir egal sein. Ich wäre allerdings sehr froh, wenn ich zwei Herzen noch irgendwo bekommen würde, weil ich will diesen Trank hier oder die Fee hier nicht nutzen. Das Geilste ist, das ist halt immer noch der Wundertrank, den wir damals von Impa bekommen hatten. Haben. Oh, hey. Keine Animation? Ah ja, wahrscheinlich, weil wir hier gerannt sind. Ja, genau. Gut. So. Oh, warte, da war noch was von irgendeiner Kombination. Moment mal, wo war denn der Hinweis dafür? Hier haben wir auf jeden Fall was zum, wo wir eine Bombe reinwerfen können. Ist nur genug. Zielen und werfen. Dann haben wir hier einen Kristallschalter.
Und dann hier auch noch. Ja, hier müssen wir die Bombe richtig kullern lassen. Und deswegen würde ich mal sagen, nach da. Ah, der Winkel ist ein bisschen kacke, aber. Nein! Pfannkuchen. Machen wir es so. Ah, sieht schon besser aus, oder? Ja, locker. Nein! Jetzt aber, komm. Never mind. Spiel triggert mich gerade ein bisschen. Wird's diesmal was? Oh, geht doch werfen. Ja, aber das bringt nicht so viel. Ah, warum mach ich das nicht so? Dann wirft Link die ja so direkt. Und? Ja, nice. Boom. Nice. So, und außerdem ist da drüben noch irgendwas. Ich glaube, da kommen wir mit unserem Skyward Strike nicht so wirklich durch. Aber wo wir nicht weiter können, kann unser Käfer ja weiter, ne? Er kann für uns die Gegend erforschen. Hier scheint es auch einen Weg zu geben. Sag nichts, ich glaube, ich weiß schon. Ja, wir müssen da lang. Hab mich auch gleich gewundert, warum ist dieses... Oh mein Gott! Oh oh. Knapp. Hier ist Lava. So, und hier ist nicht nur ein Schalter, sondern auch ein Weg. Den sollten wir nur nicht aktivieren, weil ich nicht weiß, in welcher Kombination wir die aktivieren sollen. Sehen? Ja. Okay. Ich würde sagen. Komm ich dann durch? Mein Käfer, du solltest ja eigentlich explodieren lassen. Mach doch was her, oder nicht? So, jetzt drehe ich mich mal ein bisschen um. Und jage hier noch alles in die Luft. Oh. Praktisch, wie ich finde. So. Gucken wir doch mal. Kommen die überhaupt lang? Moment, habe ich da einen Schalter gesehen? Ah, ne, war nur ein Irrtum. Aber irgendwo bekommt man doch einen Hinweis, wie man die Schalter treffen soll. Wo war denn dieser Hinweis? Hab ich den irgendwie verpeilt oder was? Der ist jetzt auf der anderen Seite. Ich bin gerade irgendwie verplant. Aber übelst verplant, wie geht's denn weiter? Ich bin gerade so ein bisschen confused, aber ja, das ist halt im finalen Dungeon so. Da muss man auch ein bisschen rätseln. Man kriegt hier nichts da hinten nachgeschmissen. Aber warte mal, wir müssen dafür sorgen, dass sich das hier öffnet. Das ist, glaube ich, von... Nee. Nein, ist es nicht. Was ist da drüben irgendwas? Moment mal. Da kamen wir aber doch nicht weiter. Oder kommt man da weiter? Wait a second. Ja, Leute, obwohl ich Skyward Sword kenne, bin ich gerade confused. Ich gehe noch mal kurz hier rein und guck mal nach, was hier so ist. Weil hier ist ja zu, ne? Und wir konnten nur den Schalter aktivieren, weil das hier ist für uns tabu. Egal wie sehr wir es versuchen, wir kommen hier nicht weiter. Soll ich hier rumgucken?
Nö, wie soll ich zeitlich, ich kann nicht nach oben gucken. Betrug eigentlich. Aber wie geht's jetzt weiter? Mit Sicherheit muss ich die Kombination rausfinden, aber ich will halt wissen, wo man die Info bekommt, wie man die Kombination ausführen muss. Liebes Spiel, erklär's mir bitte. Und da kommen wir auch unmöglich hoch, oder? Ich schicke nochmal meinen Käfer los. Vielleicht hat der ja irgendwelche Anhaltspunkte für mich. Ja, ich habe da drüben was gesehen. Och, crap. Ja. Der dritte Schalter, sehr schön. Aber wie gesagt, wo bekommt man die Information, wie man die Schalter treffen soll? Oh, Honk! Hier! Finde die leuchtenden Steine. Schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Den untersten zuerst. Das ist der da vorne. Ich würde sagen, wir gehen von unten nach oben. Den zu manövrieren ist schwierig. Ja, im Prinzip braucht man nur zu wissen, welcher der Anfangsstein ist. War es das? Ja, tatsächlich, von unten nach oben. Also erst den untersten, dann den mittleren, dann den oberen. Ja, Kinderspiel. Ja, diese Steintafeln, Alter. Ich habe die halt nicht gesehen, deswegen. Yeah, your boy is stupid, I know. Bitte nicht hauen. Ach, lecker. Und ja, ich weiß, Energy ist auch in gewisser Weise wie Alkohol. Na und, lass mich doch. Ah ja, hier wird schon etwas kniffliger. Och gosh. Hallo? Entschuldigung, ich gehe ja schon weg. Wir müssen hier die Bombe mehrmals schlagen, damit sie halt ihr Ziel erreicht. Die Kohle hat nur einen Block weit. Also muss zu so einer Abzeigung. So, die Abkürzung ist jedenfalls sehr wichtig. So. Hier müssen wir besonders schnell sein. Rückwärts. Sehr schön. So, damit haben wir den nächsten Weg freigelegt. Und kommen auf diesem Weg hier zum blauen Schalter. Oder zum blauen Knopf. Na, der eine sagt so, der andere so. Für einen Raum. Respekt, das kann nur ich. Wow. So, hier werden wir fertig. So, dadurch ist dieses ist die Absperrung nun rechts und wir können nach links. Ah, Herzen gibt's hier. Die sind relativ früh, ne? Mit den Herzen. Ja, und über diesen Tunnel kommen wir da jetzt bestimmt da drüben hin, ne? Nichts wie rein da. Oh Mann, nicht schon wieder. Ich mag aber auch diese Zwischenbossmusik nicht so. Zwei! Ja klar, wie viel Zeit wollt ihr mir noch rauben? Ey, du Hobbyloser, komm her! Hab dich! Okay, den ersten haben wir gleich.
Dreht der Ehrenrunden oder was? Ich warte jetzt auf den. Halt ein bisschen zurück. Lauf oder krabbel, was auch immer du machst. Ja, klar. Pissnäcke. Ey, ich bring dich um. Junge. Ja, toll. Beiß mir halt den Arsch rein. Nein, oh Mann! Schnell, 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 schnell! Ah! Hab ich dich, du Affe! Der nächste kommt gerade, der zeigt gerade seinen Arsch. Yes, erster Treffer. Renn, du faule Sau! Dann beißt dir gleich in den Arsch. Komm. Ey, diese Steuerung hier drin ist affig. Ich glaube, was macht der? Was macht der? Kommt der hier? Ja, auf jeden Fall, weil er hat es gesehen. Leck mich am Arsch. Ja, klar, immer meine Richtung. Ey, so kriege ich den ja nie down. That's annoying. Muss ein bisschen austricksen. Da, 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 da. Na! Gotcha. Oh, oh, oh. Ah, nein, es war gut. Es war gut. Komm, 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 komm. Ein Ausdauertrank ist hier echt Himmel auf Erden. Wow. Beweg dich doch. Ich finde das langsam wirklich gar nicht mehr lustig. Ach komm schon, Mann! Rhinoceros! Ich hasse das einfach, Mann! Die wissen genau, dass das aufregt, aber die müssen diesen Scheiß nochmal bringen! Guckst du! Hab ich dich, du fettes Arschloch! Hat ja auch einen fetten Arsch! Ende! Gott! Dude, that was annoying. Ich hab so ein bisschen die Orientierung verloren. Wo geht jetzt weiter? Ich habe 5 Herzen gegen die eingebüßt. Was ist das für eine Scheiße? 18 Minuten in einem verdammten Raum. Nur weil diese dämlichen... Ich weiß ja noch einen Namen. Moldons können es nicht sein. Aber wie heißen die Eier schon nochmal? Die haben noch einen Namen. In Zelda Link to the Past sind die zum Beispiel in dem Sandtempel oder so. Nicht Moldoms, ich glaube, Moldoms ist falsch. So. Erstmal die Abkürzung aktivieren, damit wir das schon mal haben. Sehr schön. So, dann wollen wir mal wieder den Raum manipulieren. So, hier haben wir jedenfalls alles. Und noch 4 Räume sind unentdeckt. Ich glaube, wir schaffen maximal einen Raum noch in diesem Part. Aber naja, was willst du machen? So. Also diese 4, die hier so oben aufgereiht sind. Diese 4 hier. Gut, dann gucken wir mal. So, das erste Triforce könnten wir uns dann schon wiederholen. Holen, nicht wiederholen, sondern holen. So, hier haben wir vor allem auch eine Kontrolltafel. Ja, lern mal Deutsch, du Nintendo. So, also hier können wir weiter. So, dann gehen wir auch mal weiter.
Eine Fee. Oh, THX, liebe Entwickler, ihr habt doch ein Herz. Was kommt jetzt? Oh nein! Der schon wieder. Sei. Du stehst WR003K Schockbart gegenüber. Dieses Maschinenwesen bewacht den Turm des Himmels. Er ähnelt dem Maschinenwesen auf der Sandgaleone im Ranel-Sandmeer. Aufgrund des begrenzten Platzes rate ich dir... Ja, Stichattacke, ja. Dich lasse ich nicht entkommen. Denkst du dir so, hä? Kleiner Lappen. Nicht mit mir, Freundchen. Das war's für dich. Boom! Damit ist er down. Ah gut, ein paar drei Gegentreffer habe ich einstecken müssen, aber das juckt doch keinen. Puh, damit haben wir den Zwischenboss dieses Tempels besiegt. Ah, da drüben habe ich ein Herz gesehen. So holt man auf jeden Fall die Herzen nicht. Lieber Link und der Käfer. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Hier mit dem Schatz vielleicht? Nein? Obwohl, da drüben habe ich irgendwas gesehen. Wait a second. Okay, ich bin einfach nur blöd. Das sind einfach nur mehr als genug Herzen. Okay, in diesem Raum ist nicht viel. Obwohl, hier ist die Truhe mit dem Schlüssel. Da haben wir unsere Belohnung. Steht hier sehr präsent, wenn ich das mal so anmerken darf. Einen kleinen Schlüssel. This is cool. So, da wird uns auf jeden Fall für diesen Raum hier nützlich sein, der gleich kommt. Aber ich glaube, dieser Raum hier geht noch weiter, oder? Ja, hier geht es noch ein bisschen weiter. Aber hier haben wir auch die nächste Kontrolltafel, die wir uns zunutze machen können. Auch erst holen wir uns das Triforce, genau. Das ist unser erstes Ziel. Ah ja, jetzt sind wir im Untergrund des Höhlenheiligtums. Ja, da, oh nein, ich erinnere mich an diesen Raum, ich habe ihn gehasst. Warum nochmal? Ja, irgendwas war da. Bitte Sie, Gebieter. Dieses Wappen auf dem Boden, ist das Wappen von Pharaoh, mein Gott, nochmal. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen und um das heilige Wappen zu erreichen. Ja, und wir kommen da nur mit dem soeben erhaltenen Schlüssel hin. Hier ist, by the way, noch halt ein Ausgang. Also, ja, wie gesagt. So, dann gehen wir mal durch diese Tür hier. Ja, erstmal ein Kalmund. Ah, wie man mit denen umgeht, weiß ich ja mittlerweile. Komm mir nicht zu nah. Ins Arschloch. Oder auf die Backe, das geht auch. Ja, Kinderspiel. Es ist halt so ein kleiner Mini-Boss-Rush. Wir müssen jetzt von Tor zu Tor laufen, um halt hier in das Triforce zu kommen. Zwei Räume warten noch auf uns und ich will die noch in diesem Part lösen. Und hoch damit.
vor allem Fesseln. Guck dir das mal an. Irgendwo hier ist noch wer. Darf ich jetzt hinzufügen, dass meine Zielfertigkeiten gerade mega scheiße sind? Hier ist noch irgendwo Camper. Ich kann nicht, ich kann so nicht gegen den Stahlfaustritter kämpfen. Wo ist er? Ich habe wohl keine Wahl. Naja. Andererseits, der war auch kein... Wow! My boy! Wer war das? Kommt nur her. Noch einer. Ach, komm schon. Da ist einer. Oh, ich bin gerade sowas von beschäftigt. Ist das euer Ernst jetzt? Ich kann mich auch nicht verkämpfen, weil dieser dumme Stahlfaust mich verfolgt. Ja, dann muss das mal der leiden. Nein. 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 Und tschüss. So, jetzt reicht's mir. Ah, ne, komm. Ich hab eh keine Pfeile mehr. Alter, jetzt reicht's mir langsam. Oh, die wollen meinen Käfer abknallen. Keine Spielchen mehr. Der zweite wird jetzt genauso sterben. Ihr scheiß Camper, Alter. Ihr könnt so viel schreien, wie ihr wollt. Das bringt euch auch nichts. Außerdem seid ihr zu dumm zum Zielen. Bumm! Auch den letzten werde ich auf diese Weise töten. Du hast dich in gewisser Weise selbst in die Luft gejagt. Aber noch ist es nicht vorbei. Es kommt noch was auf uns zu, das ist das Problem. Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Anscheinend ein paar Herzblumen. Sollte man, so viele Herzen verloren haben, gibt es hier echt einige. Nun gut. Der letzte Raum. Was erwartet uns hier? Ich sehe es schon. Doch was ist, wenn wir die nicht einfach besiegen können, indem wir eine Bombe werfen? Müsste das nicht eigentlich funktionieren? In klassischen Zelda-Spielen geht sowas. Ein Versuch mache ich noch. Nö, geht nicht. Das ist ja mal Betrug. In klassischen Zelda-Spielen geht sowas. Als ob. Wie blockt der sowas? Ja, ja, dreh durch. Oh, diese Pissnecken. Okay, warte, ich fülle erstmal mein Herz wieder auf.
wofür hält der Lappen eigentlich aus? Gleich ist es vorbei. Finally, meine Güte. Es kann schon annoying sein. Wir latschen wieder auf Knochen rum. Naja. Es könnte schlimmer sein. Aber wir sind Fesseln. Das ist die reinste Folterkammer hier. So, Leute. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Stoße dein Schwert in das Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Und rein da. Und nein, es sind keine Säuren, wie vielleicht einige vermuten werden. Da drüben befindet sich das Triforce des Mutes, welches uns gehört. Und das ist einfach so unpassend. Ich hätte irgendwie so ein exklusives Dings gemacht. Du hast das Triforce des Mutes erhalten. Diese Macht wurde einst von Menschen, den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt, die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Sammle zwei weitere Artefakte, um das Triforce zu vervollständigen. Auf jeden Fall episch. Gut, Leute. Dann hoffe ich mal, dass ich auch dieser Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword gut unterhalten konnte. Falls ja, dann würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Wertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr mögt, Leuten, die ihr nicht mögt. Und im nächsten Part werden wir versuchen, den Turm des Himmels abzuschließen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword.